Horn und Görwitz und Scharp präsentieren Berliner Zoogeschichten. Das sieht toll aus, als ob sie gerade in Freiheit leben müssen. Das ist schön. Ja. Schön angelegt, muss ich sagen. Toll. Macht Spaß, immer wieder. Also was ich jetzt sagen will, vor allen Dingen, hat sich der Zoo von früher zu heute ja unheimlich verändert. Früher, die Eisbären, kann ich sagen, wissen Sie, Sie kennen doch so die Toiletten, die Herrentoiletten, ja? So in dem Bau waren die früher gebaut. Wasser, aber ein kleines Planschbecken, würde ich sagen. Ne? Da war ein Eisbären viel. Zu wenig. Ja, ja, das ist so, als wenn ich jetzt in der Badeschule so ein kleines Ding da hänge, dann ist das für die Hände zu waschen, aber nicht zum Baden, nicht? Ja, die Hirsche sind eine Tradition immer hier im Zoo gewesen. Das spiegelt sich auch darin wider, dass um die Jahrhundertwende es hier ungefähr 65 Hirschgehege gab. Heute sind es, glaube ich, nur noch 16. Die Artenfülle war früher sehr viel größer als heute. Aber da merkt man auch schon den großen Unterschied im Vergleich zu früheren Jahren. Es kam damals im Wesentlichen darauf an, möglichst viele Arten zu zeigen. Und das konnte nur in kleinen Gehegen passieren. Gezüchtet wurde wenig. Und das hat sich natürlich völlig geändert heute. Wir versuchen, die Tiere naturgemäßer zu präsentieren, in richtigen Gruppen, in sozialen Verbänden, wie sie auch im Freiland leben, und sie zur Fortpflanzung zu bringen. Das ist einer der großen Unterschiede zwischen den früheren Jahren und heute. Wir sind alle sehr stolz, dass wir also die Tiere jetzt so weit haben, dass sie sich paaren, dass Nachwuchs herauskommt und dass wir also uns vermehren. Einmal hier diese Gorilla-Gruppe mit diesen beiden kleinen Kindern, die sind jetzt 2 Jahre alt. Daran können Sie schon sehen, dass also die eine das nicht so angenommen hat. Und es war eine größere Gruppe und siehe da, die andere hatte auch einen Monat später das Kind bekommen und hat von der anderen, die Geburt hatte, das Kind mit übernommen. Daran sieht man, dass das Sozialverhalten der Tiere unheimlich gut ist und dass also die Mutter eben eingesprungen ist für die andere Mutter, die das Kind nicht haben wollte. Von den allerersten Anfängen ist nichts mehr vorhanden, mit Ausnahme des Wegesystems. Einer der Mitbegründer oder Initiatoren des Zoos war ja der Gartenbaudirektor Lenné. Und die großen Achsen, diese klassischen Promenaden, die heute den Zoo durchziehen, die hat er angelegt. Das ist also das, was an seinen Spuren noch geblieben ist. Das älteste Tierhaus stammt aus dem Jahr 1872, das ist das Antilopenhaus. Dann kommen einige Hirschhäuser, dann dieses Zebrahaus hier aus dem Jahr 1911.
das laut Architektenbeschreibung aussehen sollte wie das Haus eines reichen Arabers auf Sansibar. Das sind somit die ältesten Gebäude, die den Krieg überstanden haben. Es gab ja eine merkwürdige Phase in unserem Zoo. Das war die Zeit etwa von 1890 bis 1920, in dem Tierhäuser gebaut wurden im Stil der Architektur der Herkunftsländer der Tiere. Das wirkt heute etwas merkwürdig vielleicht, aber für die damalige Zeit hat es eine gewisse Berechtigung gehabt. Man wollte dem Besucher eine ganz fremdartige Welt vorgaukeln, so ein bisschen Disneyland, wenn man es modern sagen sollte. Man wollte also Tiere zeigen, exotische Tiere vor exotischem Hintergrund. Und diese Märchenwelt, die sollte sich ganz deutlich von dem unterscheiden, was damals in der aufstrebenden Großstadt oder Hauptstadt Berlin an technischen Dingen geschah. Man wollte einen Gegenpol bilden und das ist, glaube ich, auch gelungen. Berliner Beispiel ist von einigen anderen Tiergärten übernommen worden, aber so nach dem Zweiten Weltkrieg sind die meisten dieser alten Häuser verschwunden. Man empfand sie als etwas antiquiert und auch nicht so sehr praktisch. Teilweise waren sie durch die Bomben beschädigt worden. Man hat sich relativ leichten Herzens von ihnen getrennt und ich muss meinem Vorgänger Prosak Lös sehr anrechnen, dass er einen Gegenpol gesteuert hat. Er wollte diese alten Bauten, soweit sie eben noch vorhanden waren und reparierbar waren, erhalten. Und ich glaube, das macht gerade den Charme unseres Zoos aus, dass eben ganz alte Dinge sich mit neuen zu einer Einheit verbinden, die in dieser Form eigentlich unvergleichlich ist. Der Zoo war ja weit weg vom Zentrum der Stadt. Er lag ja bei Berlin, so hieß er auch damals. Und um in den Zoo zu gelangen, musste man den langen Weg durch den Tiergarten zurücklegen. Das war damals nicht ganz leicht, es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das waren also bei Regen Schlammwege, sonst eine Staubwüste. Man kam also ziemlich erschöpft und erschossen hier an. Und die bange Frage der meisten Berliner war, ob es dann auch was zu essen und zu trinken gäbe. Und das war der Anfang unserer Zoo-Restauration. Und das konnte aber relativ schnell befriedigend beantwortet werden. Also Bier in Krugen, wie es damals hieß, gab es reichlich. Und die zweite Frage war die, ob man im Zoo auch rauchen dürfe. Das ist eine Frage, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich würde es auch fragen. Man durfte, aber da war die Direktion ein bisschen zurückhaltend. Sie wusste selber nicht ganz genau, wie sie damit umgehen sollte. Sie hat etwas vorsichtig in den Zeitungen verlautbaren lassen, dass in einigen Bereichen wahrscheinlich die Möglichkeit geschaffen würde, das Rauchen zu erlauben. Ich glaube, hinterher wurde es ganz schnell erlaubt und das hat auch keine Anschluss angenommen. We'll be right back.
Das war nicht gefährlich, das ist nämlich ein Tier, was hier mit der Flasche großgezogen worden ist. Der Amazonas, also den ich angefasst habe, ist ein männliches Tier, 10 Jahre alt. Wurde vom Revierteflier Stürmer mit der Flasche großgezogen und kann eigentlich auch nur von 2 Leuten angefasst werden. Die anderen würde er beißen. Jetzt ist er sehr ins Alter gekommen. Man merkt schon am kahlen Schwanz, er ist schon etwas senil, aber ist sehr dankbar über Streicheleinheiten und man hat auch zu dem Tier eine starke Verbindung aufgebaut. Also wir kennen ihn von klein auf und man hat so einige Sachen miteinander durchgemacht. Und der kriegt halt jeden Tag seine Streicheleinheiten von uns. Die andere, die seine Partnerin, die bei ihm ist, hätte mich voll gebissen, wenn sie mich erwischt hätte. Also sind Sie denn schon mal richtig gebissen worden hier? Na, gebissen ist man und gekratzt ist man worden. Es gibt keinen Tierpfleger im Berliner Zoo, beziehungsweise in keinem Zoo der Welt, würde ich mal so sagen, der nicht ohne Narben an den Händen ist oder der leichte Blessuren irgendwo abbekommen hat. Es gehört dazu. Und jede Narbe, daraus lernt man was. Schon, also 2,5 Stunden sind wir hier, ja, im Zoo. Ist ganz, wunderbar, ganz herrlich. Ganz fantastisch. Nicht? Und also die ganze Anlage, also so viel Sorgfalt, so viel Mühe und so viel Wissen. Und wer heute raus baden geht an die Seen, der tut sich ja was an mit dem Geschrei und mit der Enge. Und hier ist eben viel ruhiger und grundsätzlich schöner. Knautschke, jawohl, der hier damals geboren wurde, 43 in der Bombennacht, ja. Der hat nun wirklich, ich glaube, über 30 Junge gezeugt, die in alle Welt gingen, ja. Der Flussfährtbulle. Das war ja dann die berühmte Hochzeit nach dem Krieg mit Leipzig. Ne? Wir hatten den Bullen, Leipzig hatte dann die Grete, nicht? Und die haben sie dann zusammengeführt. Und das war ja dann schon Staatsakt gewesen in der Zeit. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine Taufe, die von allen Anzeichen der Aufregung begleitet ist. Das jüngste Familienmitglied der Familie Knautschke. Die Dynastie gründest wie dein Vater Knautschke. Ja, wir hatten über 1200 Namensvorschläge von unseren Besuchern bekommen. Und ich möchte eigentlich glauben, dass wir noch nie für ein Tier so viele Vorschläge bekommen haben. Es war sehr schwierig zu sichten. Es sind über 190 Mal ist der Name Klops genannt worden. Und wir haben uns dem nun angeschlossen und haben den Kleinen auf den Namen Klops getauft. Knautschke. Auf der ganzen Welt gibt es kaum eine erfolgreiche Zucht ohne seine Beteiligung. Handfester Familienkrach mit Sohnemann Nante machte dem Berliner Original in den letzten Wochen zu schaffen. Der Sohn blieb bei den Auseinandersetzungen Sieger und von da an verfiel Knautschke in Apathie und wollte nicht mehr fressen. Sind die Berliner nun traurig? Traurig. Aber er ist schön alt geworden, wa? Viele Kinder, viele Enkelkinder. Ist doch traumhaft, was er so geschafft hat, nicht? Berlin wird sehr trauern. Davon bin ich überzeugt. Das ist der berühmte Gorilla Bobby, der 1928 als Jungtier nach Berlin gekommen ist und hier circa 7 Jahre lebte. Und er wurde gebracht aus Hamburg von dem berühmten Tierschriftsteller Paul Eiper. Das war an und für sich derjenige, der Vorgänger von Schimek und Sielmann. Und der hat auch filmisch den Gorilla festgehalten, den ganzen Wachstumsablauf. Aber ich glaube, leider sind die ganzen Filme im Krieg verloren gegangen. Und diese Originalfigur ist im Naturkundemuseum in Berlin zu besichtigen. Das war überhaupt der erste Gorilla, der wirklich jetzt bis zur vollen Mannesreife sich auswuchs in einem Zoo, ja. Das war Bobby, das war eigentlich ein echter Star, kann man sagen, ja. Als schmächtiger Neunpfünder kam Knorke 1957 in den Zoo und 1,5 Jahre lang gehörte er zu den Sorgenkindern. Heute aber wiegt er stolze 86 Pfund und ist trotz aller raubeinigen Späße ein braver Kerl geblieben. An seinem Geburtstag war sogar ein Musterexemplar von gesittetem Benehmen.
wenn er auch für den Abendshow-Blumenstrauß einen anderen Verwendungszweck hatte. Er ist schon ein rechter Feinschmecker. Erst Alpenveilchen und zum Nachtisch dann Schattenmorellen. Wünsche weiterhin guten Appetit, Knorke. Erstes Mal passiert, da war es mit dem Gorilla, mit dem Knorke hier. Der war schon, wir sind ja lange zu dem Knorke reingegangen. Ach, der war schon ziemlich erwachsen und haben immer noch gefüttert, ne? Und ich gehe rein und der aß so gerne Eier. Und mir passiert, mir fällt das Ei aus der Hand, rollt raus und in die Rinne hinten rein, ne, aus dem Käfig raus. Ich muss da raus, das Ei wieder aufnehmen. Und ich will ihm das Ei geben, da springt er mich an. Nun bin ich Gott sei Dank nach vorne gefallen. Er saß mir hier im Genick und hat mich dann mit seinen Zähnen ein bisschen affenartig im Rücken bearbeitet. Ne? Ja, was nun machen, nicht? Was können wir machen, konnte ich gar nicht. Der war ja ein bisschen stärker wie ich. Ne? Und da haben die Leute da draußen an die Scheibe geklopft mit der Schirme, mit der Stecke. Und da stürzte er dann und hat losgelassen. Und in dem Moment habe ich dann benutzt, aus dem Käfig zu gehen. Ne? Und dann war die Sache erstmal erledigt. Dann konnten wir aber auch nicht mehr rein. Dann ist es nicht mehr ratsam. Wenn der erst merkt, er ist stärker wie wir, dann hat es keinen Zweck mehr. Dann wäre es sinnlos, da nun einen Helden zu spielen. Also das ist ja nicht Zweck der Übung. Ne? Und dann hat man eben von draußen, von außen gefüttert. Ne? Lieblingstiere sind immer meistens die, die man selber aufzieht. Ne? Das sind dann so klein, die Mütter nicht annehmen oder die Mütter keine Milch haben. Ne? Und da muss der Wärter dann eingreifen und muss sie per Hand aufziehen. Ne? Ja, das ist wie ein Kind. Ne? Das müssen sie machen wie ein Baby. Alle 2 Stunden kriegt er die Flasche. Ne? Wenn er nichts kriegt, klärt er los, dass er aus dem Bett fallen. Und das ist natürlich eine ganz schöne Arbeit. Das hat natürlich hauptsächlich meine Frau gemacht, weil ich ja hier aus hier zu tun hatte und ich habe hier gleich nebenan gewohnt und war das natürlich eine gute Verbindung. Ne? Ja, sie hat dann die Affen großgezogen. Ja, es werden so im Laufe der Zeit werden so an die 80 Stück gewesen sein, ne? Groß und klein. Früher haben wir angefangen mit Mandelpaviane, Meerkatzen, alles so die kleineren Affen. Ne? Das war früher nach dem Krieg. Wenn da war mal was wichtig aufzuziehen, die Tiere. Ne? Thank you.
Das schönste Erlebnis war sicherlich der Augenblick, an dem ich in China die beiden Pandas überreicht bekam. Das ist ein Augenblick, den ich so schnell nicht vergessen werde. Aber im Zoo ist natürlich Glück und Trauer ganz dicht beieinander. Und mein schlimmstes Erlebnis war eben auch, als 1984 unser Panda-Weibchen an einer Virusinfektion unbekannter Ursache starb. Das war wirklich ein schwarzer Tag, nicht nur für den Zoo, sondern auch ganz persönlich für mich, weil mir dieses Tier sehr, sehr ans Herz gewachsen war. Ein Panda-Bär ist durchaus nicht aggressiv. Nur, es war nur ein Fotograf, der sich da zu weit rein wagte, obwohl wir ihn vorher gewarnt haben und gesagt haben, er soll nicht mehr filmen. Zwischen 14 Jahre her. Und jedenfalls war er so weit drin, dass ihm dann da ein Finger abgebissen wurde von ihm. Er hat nur sehr großes Glück gehabt, dass es nur dazu gekommen ist. Das sind eigentlich Einzelgänger, die nur zur Paarung zusammenfinden. Und deshalb ist die Zucht auch sehr schwierig. Er war ja vor anderthalb Jahren war er in London gewesen, sollte sich dort mit Ming Ming paaren. Sie ist auch leider etwas zickig gewesen. Und sie beide haben sich nicht so besonders gut vertragen. Er wollte mehr, sie wollte weniger, wie es so öfter so ist. Und so da, dass er wieder nach Berlin zurückgekommen ist, ohne dass er dort sein Geschäft ordentlich verrichten konnte. Das Tier ist wirklich von Berlin, es gehört mit zu den Wahrzeichen, wie die Gedächtniskirche. Man kann wirklich sagen, kein Tier wird so oft, kein speziell einzelne Tier, so oft fotografiert wie dieser Panda-Bär. Das ist wirklich toll. Ich sage immer, der Zoo ist nicht nur für Tiere da, sondern zum großen Teil, wenn nicht sogar primär, auch für die Menschen. Und über das Tier kommen die Menschen ins Gespräch. Das erlebt jeder Hundebesitzer da draußen, einmal seinen Hund ausgeführt hat. Der ist im Nu im Gespräch mit anderen. Der weiß nicht, wie die heißen, aber er weiß, wie der Hund heißt. Und im Zoo ist es ganz ähnlich. Da findet sich also eine Fangemeinde im Elefantenhaus zusammen, eine andere ist im Raubtierhaus ständig zu finden. Einige sind bei den Vögeln, bei den Affen natürlich sehr viele. Und das sind Menschen, die jeden Tag in den Zoo kommen. Das sind interessanterweise nicht unsere Aktionäre, sondern im Wesentlichen Dauerkarteninhaber, die also eine Jahreskarte kaufen, die teilweise auch in Zoonähe wohnen und die den Zoo ja auch so ein bisschen als ein Stück ihrer selbst betrachten. Eine Berliner Institution geht in den Ruhestand. Nach über 35 Dienstjahren im Berliner Zoo scheidet der bisherige Direktor Professor Klöß aus dem Amt. Sein Nachfolger wird Dr. Friedrich, lange Zeit Assistent bei Professor Ciemek und nach eigenen Angaben Warzenschweinliebhaber. Der Neue ist auch schon ein alter Hase. Er ist bereits seit 25 Jahren für den Berliner Zoo tätig. Was mir imponiert hat an der Geschichte unseres Zoos, ist eigentlich die Kontinuität. Es hat nie irgendwelche ganz starken Brüche gegeben. Wenn ein Direktor abtrat, der Nächste hat immer auf dem aufgebaut, was sein Vorgänger hinterlassen hat. Und dieser rote Faden, der zieht sich eigentlich bis heute durch. Mit meinem Amtsvorgänger, Professor Klöß, habe ich 25 Jahre sehr harmonisch zusammengearbeitet. Insofern gibt es auch hier keinen richtigen Bruch. Ich würde sagen, ja, Evolution in der Kontinuität. 1841 bat der Weltreisende und Afrikaforscher Professor Dr. Martin Lichtenstein, der gemeinsam mit Alexander von Humboldt und dem namhaften Gartengestalter Lenné einen zoologischen Garten für Berlin gründen wollte, Friedrich Wilhelm IV. Um Unterstützung dieses Projekts. Der Preußenkönig half tatkräftig. 1844 öffnete im Tiergarten der Zoologische Garten bei Berlin als eine Aktiengesellschaft unter Staatsaufsicht seine Pforten. Er war damit der erste Zoologische Garten Deutschlands und der 9. der Welt. Noch unter Lichtensteins Nachfolger, Professor Dr. Peters, blieben Ausmaße und Tierbestand äußerst bescheiden. Erst unter dem Direktor Dr. Budinus änderte sich die Bedeutung des Zoologischen Gartens grundlegend. Neue Aktien wurden verkauft und mit dem Geld Tierhäuser erbaut. So entstand unter anderem das große Antilopenhaus, in dem 1872 das historische Drei-Kaisertreffen stattfand. Mit dem Tode von Dr. Budinus war allerdings in der Entwicklung des Zoos ein Stillstand eingetreten. Und sein Nachfolger Dr. Max Schmidt hatte die undankbare Aufgabe, die wirtschaftlichen Verhältnisse wieder zu ordnen. Als 1888 Dr. Ludwig Heck Direktor des Zoologischen Gartens wurde, begann wieder eine glanzvolle Ära. Unter seiner Leitung wurde der Tierbestand durch immer neue Arten bereichert und der Berliner Zoo zu einem der reichhaltigsten der Welt gemacht. Für die Berliner war Geheimrat Professor Dr. Ludwig Heck bald nur noch Papa Heck. Er war wohl zum bekanntesten Zoodirektor Deutschlands geworden. Nach 44 Dienstjahren folgte ihm sein Sohn, Professor Lutz Heck, im Amt. Hier eine Filmaufnahme aus den 30er Jahren.
Sie zeigt Direktor Heck. Er bemühte sich, den fast 100-jährigen Zoo zu modernisieren. Wir übergeben heute hier der Einsicht des Publikums unseren neuen Appenfelden. Nach dem Kriege übernahm Frau Dr. Katharina Heinroth die wissenschaftliche Leitung. Frau Dr. Heinroth, der wir sehr viel zu verdanken haben, weil sie ja nach dem Krieg den Zoo aus dem Chaos wieder aufgebaut hat, war lange eine der ganz wenigen Zoodirektoren. Außer ihr gab es nur eine Dame in Basel, Frau Dr. Meyer-Holzapfel, und eine Zoodirektorin in San Diego. Dieses Dreiergestirn war lange Zeit führend. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Europa ist immer noch sehr rückständig in der Beziehung. Zurzeit gibt es nur eine Zoodirektorin in Karlsruhe. In Amerika sind es mehr, in Asien gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, die Frauen sind auf dem Vormarsch. Ja, also das war im November 43, ja, da war der Zoo ja nun praktisch hinüber, dann kann man so sagen. Also da waren dann zum Beispiel die ganze Elefantenherde lag unter den Trümmern des Elefantenhauses, ja. Ich bin damals noch mit dem Fahrrad hierher gefahren, weiß ich, zu Eingangstore waren geschlossen und überall hat es gebrannt und die Rauchschwaden, ne, zogen über den Zoo dahin und es flackerte alles noch, die Brände, ja. Das Aquarium war total zertrümmert, die Budapester Straße schwamm von den Wassermassen, die aus dem Aquarium flossen. Nicht? Waren auch noch diese Schlangen, die lagen da noch herum, diese großen und welche, die noch nicht tot waren. Naja, die Löwen, die mussten sie ja töten, nicht? Die waren ja angeschossen, von Splittern zerrissen. Es war nicht schön. Eine der besten Zuchtkühe in unserem Zoo. Und hier Siam, das ist der einzige Elefant, der den Bombenhagel überlebt hat. Und der lebte dann noch in seinem Stall bis ins erste Nachkriegsjahr. Und dann ist der ist praktisch dann verhungert in der Nachkriegszeit, wo es ja dann gar kein Futter gab. Ja.
Es war eigentlich das einzige richtige, echte Großtier, was den Krieg überlebt hat, überstanden hat. Ja. Wir haben das Geld gesammelt, um eben diese Arbeiter bezahlen zu können, die dann wieder gebaut haben. Nicht? Dann haben wir Steine geklopft und haben wir die Steine schön hingelegt und die haben sie dann, aufgebaut. Nicht? Dann sind wir zum Wannsee und haben Sand geklaut für den Zement. Nicht? Das muss ja gemischt werden. Also was kennen sie alles gar nicht. Nicht? War aber schön. Haben wir alles mitgemacht. Mit dem Zement wurden dann hier wieder die Käfige gebaut? Ja, da wurden die Käfige gebaut. Nicht? Dann haben wir die Steine schön geklopft. Die haben wir dann überall gesucht, wo wir Steine fanden. Da haben wir so einen alten Kahn gehabt und die haben wir dann hierher gebracht. Ja. Die Kinder Eicheln gesammelt und alles Mögliche und hergebracht war und so. Ich meine, viel konnten sie nicht springen, denn wir hatten ja selber nicht in der Tüte, wa? Aber was so an Eicheln waren, haben die Schulklassen gesammelt und so, dann wurde der Zoo ja schon so irgendwie unterstützt. Und Sponsoren haben sie ja immer gehabt, wa? Also die wirklich mal ein bisschen besser hatten, wir, naja, die haben auch mal eine Scheibe Brot hergebracht, wa? Wir waren zufrieden, wenn wir eine gekriegt haben. Berliner sind für den Zoo geben sie das letzte Hemd, würde ich sagen. Also, untergehen wird ja, glaube ich, nie. Vor uns haben, das sind die Pschewalski-Pferde. Das ist die Stammform aller heute lebenden Hauspferde. Es gibt verwilderte Pferde, die Mustangs in Amerika, aber das sind wild gewordene Hauspferde. Und dies also eine echte Wildform, die in der Mongolei beheimatet war. Im freien Zustand gibt es diese Tiere nicht mehr. Sie sind bis zur Ausrottung gejagt worden. Und glücklicherweise, muss man sagen, ist Anfang des Jahrhunderts eine kleine Gruppe nach Europa gekommen, in Hagenbecks Tierpark in Hamburg. Und diese Gruppe war der Ausgangspunkt für eine große Herde, die jetzt in vielen zoologischen Gärten der ganzen Welt verbreitet ist. Die Tiere sind alle in einem Zuchtbuch erfasst. Sie vermehren sich heute relativ gut wieder. Und ihr Bestand in den zoologischen Gärten der Welt ist so angestiegen, dass man jetzt daran denken kann, diese Pferde wieder in ihre natürliche Heimat zurückzubringen. Es sind die ersten schon nach China gekommen, in der Mongolei, läuft jetzt ein ähnliches Projekt und es kann gut sein, dass eines Tages auch die Nachkommen dieser Pferde aus dem Berliner Zoo wieder in der Mongolei heimisch werden. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Beweis dafür, welche Rolle die Zoos als Arche Noah spielen können, als Zufluchtsstätte für Wildtiere für eine bestimmte Zeit. Das ist jetzt unser Erweiterungsgelände, ein Gebiet, das ungefähr 2,8 Hektar groß ist. Das haben wir nach 7-jährigen Krieg, wie ich immer sage, zugesprochen bekommen als Zoo-Erweiterung aus Anlass der 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin.
Wir wollten hier etwas anders machen als im alten Zooteil. Dort hat man die Tiere nach systematischen Gesichtspunkten untergebracht. Das heißt, alle die in einer Ecke untergebracht, die auch verwandtschaftlich zusammengehören. Die Rinder sind in einer Ecke, dann kommen die Hirsche, die Einhufer. Und hier haben wir jetzt einige große Gehege mit gemischten Besetzungen, in denen die Tierwelt jeweils eines Landes oder eines Kontinents zusammengefasst ist. Vor uns ist hier die Südwestafrika-Steppe mit Springböcken, großen Kudus, Damara-Zebras. Hinter uns auf der Seite ist eine große Südamerika-Anlage mit Pampashirschen, Guanakos, Wasserschweinen und Maras. Und auf der anderen Seite haben wir Ähnliches für Australien. Die vertragen sich aber, diese gemischten Besetzungen, die erfordern schon sehr viel Aufmerksamkeit seitens des Tierpflegers. Wenn man nur eine Art in einem Gehege hat, dann gibt es relativ wenig Reibereien. Aber wenn man ganz unterschiedliche Tierarten zusammenhält, dann kommt es ab und zu doch mal zu Missverständnissen. Der eine versteht die Aggression des anderen nicht so ganz richtig. Und da muss der Tierpfleger sehr viel Fingerspitzengefühl haben, um Störenfriede vorübergehend zu separieren, sie zu beobachten und sie dann nachts erst wieder zur Herde zu lassen. Der Zoo, dieser Zoo, kann nicht mehr vergrößert werden und muss es vielleicht auch gar nicht. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir haben. Und wir haben schon damit begonnen, jetzt Häuser, die in den 50er, 60er Jahren entstanden sind, zwar äußerlich unangetastet zu lassen, sie aber innen völlig umzugestalten und zu Erlebnisräumen werden zu lassen. Das Vogelhaus ist ein Beispiel dafür. Das war ein sehr schönes, großes Haus, aber in einem sehr nüchternen Stil errichtet. Wenig Dekoration, wenig Pflanzen, sehr viel Stahl und sehr viel Stein. Und dieses Haus haben wir jetzt entkernt. Wir haben also kubische Käfige weggeräumt, kleinere Anlagen beseitigt, dafür größere Volieren geschaffen und die ganz naturgetreu bepflanzt. Wir haben kleine Wasserfälle hineingebracht. Wir haben sehr viel Naturmaterial verwendet für die Dekoration. Natursteine, Lehm, Bambus, all solche Dinge. Das Haus ist sehr viel vogelärmer als vorher. Es gibt längst nicht mehr so viele Arten, aber dafür züchten wir. Und gerade Vögel zu züchten ist im Grunde sehr viel schwieriger als Säugetiere, weil bei denen die Paarbildung ziemlich kompliziert ist. Dann muss eine genaue Kette ablaufen von der Paarung oder von der Verlobung bis zur Paarung, zur Eiablage, zur Jungenaufzucht. Bei Säugetieren ist es ganz leichter, viel leichter. Und diese Rahmenbedingungen zu schaffen für empfindliche Tiere, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und da sind wir dabei. Und ich habe das Gefühl, dass diese umgestalteten Häuser beim Publikum auch sehr, sehr gut ankommen, weil sie eben nicht mehr das Gefühl haben, in eine Vogelhandlung zu gehen, wo alles übersichtlich ist, sondern wo man sich schon ein bisschen Mühe geben muss, die Tiere in ihren kleinen Mini-Biotopen inmitten der Vegetation zu entdecken. Also das war natürlich vor 100 Jahren oder so, da haben die, weiß ich nicht, da haben die 50 Kolibris hier, da 100 Kolibris und die sind, ach, die haben 4 Wochen gehalten, dann waren sie tot und dann kamen wieder neue und wieder neue und wieder neue. Und das war mit Hornvögeln, mit Paradiesvögeln, mit allen empfindlichen Arten, ne? Weil man auch nichts über die Vögel wusste. Ne? Man hat da irgendwas angeboten an Futter, aber die haben es ja nicht genommen, weil man wusste ja nicht, wie die Vögel nun reagieren auch in die Gefangenschaft. Ne? Thank you.
Sie haben Ihre Sitzwarten, ne? Und wenn er da nicht sitzt, dann stimmt irgendwas nicht. Oder warum sitzt denn der jetzt gerade auf dem Boden? Oder warum sitzt denn der jetzt so komisch gesträubt? Das muss man alles sehen. An jenen Augen, an alles sieht man das eigentlich, wenn man das Auge hat. Und wie am Vogelhaus, wir haben das. Wie kriegt man das Auge dafür her? Tja, man ist eben Vogelflieger. Und da muss man auch zu geboren sein oder man muss auch selber zum Vogel werden, immer wieder. Ne? Ungefähr um 1870, da begann diese Vorliebe für die Hirsche. Woran das lag, weiß ich nicht. Einige meiner Vorgänger waren Jäger, andere nicht. Also es ist keine so ganz klare Erklärung dafür zu finden, aber sie waren immer reichlich vorhanden. Und auch heute noch ist unser Zoo der hirschreichste im Vergleich zu allen anderen zoologischen Gärten. Die haben sich mehr auf Antilopen spezialisiert oder auf Wildränder. Aber bei uns sind die Hirsche immer einer der Schwerpunkte gewesen. Und interessanterweise, das, was wir im Augenblick nicht hier haben an Hirschen, das ist im Tierpark in Friedrichsfelde zu sehen. Insofern, wer nach Berlin kommt, der erlebt hier wirklich ein Mekka, was diese Tiergruppe angeht. Ich würde Ihnen gerne etwas ganz Neues zeigen, auch wieder eine Hirschart, ich muss leider sagen. Das ist der Prinz Alfred Hirsch von den Philippinen. Das ist eine Art, die seltener ist als der große Panda. Es gibt im Freiland wahrscheinlich nur noch 200 Stück von diesen Tieren auf den zentralen Philippineninseln. Vor ungefähr 9 Jahren haben wir eine größere Spendensumme ausgegeben, um eine Bestandsaufnahme auf den Philippinen vornehmen zu lassen, weil der Raubbau im tropischen Regenwald dort immer weiter voranschreitet. Und damals wurde festgestellt, dass dieser Hirsch ganz bedroht ist, dass man kaum etwas über ihn wusste und dass es zu riskant wäre, ihn sich selbst zu überlassen. Daraufhin wurden einige Tiere gefangen auf den Philippinen, einige kaufte man bei privaten Haltern auf und bildete auf diese Weise eine kleine Zuchtherde, die sich relativ gut vermehrte. Nun wollte man nicht alles auf den Philippinen konzentrieren, sondern auch auf das Know-how der europäischen Zoos zurückgreifen. Daraufhin ist ein Teil dieser Herde nach Mühlhausen nach Frankreich gegangen. Dort haben sie Junge bekommen und von denen haben wir jetzt ein Nachwuchspaar bekommen, sodass wir hoffen, eben zusammen mit den Franzosen und den Filipinos diese Art über die Runden zu bringen. Früher hatte man ja sogar irgendeine Negerstämme hierher gebracht, um den Leuten mal zu zeigen, wie die afrikanischen Kulturen sind. Und da ja früher noch kein Fernsehen war, war das natürlich immer ein großer Anziehungspunkt. Die früheren Völker schauen. Das kam auch daher, weil ja früher auch, da waren auch die Afrika-Gesellschaften und die haben ihre Bälle gehabt. Also da war, durfte man ja nur mit Frack rein. Ne? Früher war es ja auch so, da war hier ein Brunnen im Zoo. Da sind dann die Leute gekommen frühmorgens und haben ihr Brunnenwasser getrunken, haben einen Zoorundgang gemacht. Ne? Und anschließend sind sie in eine Waldschenke gegangen und haben ein großes Eisbein bestellt. Und das war natürlich den Leuten ihr Privileg. Nicht? Das ist ja
Da wurden damals dann die Aktionäre, das ist ja eine Aktiengesellschaft hier, der Zoo, die haben sich dann immer ganz gut gehen lassen in der Beziehung. Ne? Ja, es waren natürlich Konzerte waren viel, Musikkapellen haben gespielt, Militärkapellen, war meist sonntags, war immer was, Kinderfeste, die waren mittwochs dann, was dann gab es einen halben Eintrittspreis, da waren Kutschfahrten und Pferdereiten und war alles möglich, alles wirklich auch für die kleinen Leute gedacht. Ne? Wie ich hier anfing, da wurden dann immer die jungen Leute wurden dann aus den Revieren zusammengeholt und die mussten dann, kriegte jeder entweder einen Esel oder einen Pony mit einem Kutschwagen. Ne? Das kostete dann ein paar Groschen. Da war ein Kassierer dabei und dann ging das immer um die Promenade hier rum, wo dieses Löwenbecken da vorne ist. Ne? Und dann die ganze Promenade, eine Rundfahrt. Ja, das war immer sonntags, das Sonntagsvergnügen. Nicht? Die Revierwärter hatten dann ihren besten Anzug an, die standen dann nur und haben geguckt und aufgepasst, dass die Leute keinen Blödsinn machten. Ne? Und wer frei hatte, also wer nicht mehr viel zu tun hatte, meist war sonntags immer ein bisschen verkürzter Dienst, wurde dann abkommandiert zum Ponyreiten oder zur Karawane hieß das dann. Ne? Für 1,50 und dann die Weiße mit dem Schuss und dann haben wir geschwurft. Überhaupt Pfingsten, nicht? War doch herrlich. Über ein spezielles Jubiläum auf diesem Gebiet berichtet Helmut Sander. Morgen früh um 7 Uhr geht es los. Mit Musik und guter Laune. Das traditionelle Pfingstfrühkonzert im Zoologischen Garten. In diesem Jahr als Jubiläumsveranstaltung, denn seit 100 Jahren ist es hier liebe Gewohnheit, das Pfingstfest auf diese Art zu früher Stunde zu beginnen. Seit 5:06 Uhr, sagen wir mal, wie Sie es gehört, seit 25 Jahren. Also sonst sitzen hier alle seit 06 Uhr hier. Wir feiern immer so und seit Jahren schon. Ja. Jeder bringt was mit. Sie bleiben auch bis zum bitteren Ende. Ja, bis zum Ende, bis wir umfallen, alle Mann zusammen. Und übertönst die ja noch. Ihr kommt. Wollen Sie kurz sofort von vorn? Alle rufen, alle schuten um mich rum. Alle jodeln, alle singen und ich allein bin stumm.
Ich habe zum Beispiel bis jetzt sämtliche Bundespräsidenten die Hand gedrückt. Das ist Tradition, dass jeder Bundespräsident hier in Deutschland auch einmal in den Berliner Zoo kommt. Und das hat man sich natürlich nicht entgehen lassen. Das weiß ich noch genau, der erste war ja Papa Heuss damals gewesen. Da war hier ungefähr in dieser Ecke, da war der große, war der Jonny, Schimpansenkäfig. Und da war hier diese Treppe. Und hier war der Gang, der ging hier durch, der Weg. Und das war ja nun schon ein älterer Herr und den konnte man ja nun nicht hier per Fuß durch den Garten marschieren lassen. Da kam dann die Frau Dr. Heinroth auf die Idee, den setzt man mal in so einen Landauer rein mit ein paar Pferde vor. Und dann sind die so langsam durch den Zoo gezuckelt. Nicht? Und wie die nun hier bei dem Jolly um die Ecke kam, da fing der ein mörderliches Geschrei an, weil der ja nun hier gewohnt war, dass da ein Fuhrwerk zwischendurch kommt. Nicht? Und fängt ein mörderliches Geschrei an und das waren die Pferde natürlich auch nicht gewusst. Die haben gleich einen Satz gemacht und da hatten wir Not, dass der Olle Heuss nicht aus seiner Kutsche gefallen wäre. Das ging auch, er hat dann seine Zigarre angesteckt und hat dann gelacht und dann war der Fall wieder erledigt. Und ich habe vor, in den Jahren, die jetzt vor mir liegen, drei Dinge in Angriff zu nehmen. Das ist einmal ein neues Flusswirthaus. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Anlage werden, weil man hier zum ersten Mal die Gelegenheit haben wird, Flusspferde auch unter Wasser in kristallklarer Umgebung zu sehen. Etwas, was bisher in Europa zumindest noch nicht gegeben hat. Dann wollen wir den Platz, den das alte Flusswirthaus bisher eingenommen hat, dazu nutzen, eine große Anlage für antarktische Pinguine zu zaubern. Das, glaube ich, wird auch eine sehr, sehr schöne Sache. Die wird nicht ganz billig werden, aber Schönheit kostet nun mal Geld. Und wenn das geschehen ist, schwebt mir vor, die Robbenanlagen zu erweitern und da so etwas mit Ebbe und Flut und mit künstlicher Brandung zu machen, um so etwas Aktion in den Zoo hineinzubringen. Berliner Zoogeschichten, präsentiert von Horn und Görwitz und Sharp.